Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Gothic 2. Wir stehen hier im Minental und, liebe Freunde, es ist Folgendes passiert. Die letzte Folge kam am Donnerstag. Freitag kam keine Folge und am Wochenende auch nicht. Und heute ist Dienstag. Gestern, Montag, kam auch keine Folge. Das lag alles nicht daran, dass ich zu faul war, liebe Freunde. Es ist nämlich Folgendes passiert. Der ein oder andere hat es mitbekommen. Ich habe in der letzten Gothic 2 Folge gesagt, ich habe mir eine neue SSD geholt. Und ich habe am Donnerstagabend auch mein System auf die neue Festplatte gespielt. Ja, damit das alles ein bisschen flotter ist, was es jetzt auch ist, wunderbar. Was aber passiert ist, meine Stimme hat sich überschlagen. Nein, was aber passiert ist, bei der Installation auf die neue SSD verhält es sich ja so, wenn ich Windows auf eine neue Festplatte installiere, dann macht er diese Festplatte platt, formatiert die und dann wird das System drauf gespielt. Die andere Festplatte, wo das System vorher drauf war, bleibt aber eigentlich unberührt. So, als ich jetzt das System überspielt habe, ist aber genau das Gegenteil passiert. Ich hatte das System auf der SSD und dachte, Mensch, alles wunderbar, nichts passiert, aber das wäre jetzt viel zu langweilig, liebe Freunde. Nein, die HDD, wo das System vorher drauf war und alles andere, alle Let's Plays, waren weg. Und nicht nur die Let's Plays, liebe Freunde. Ich meine, die hatte ich ja alle hochgeladen, das ist nicht das Problem. Sondern auch die Spielstände von Gothic 2. Gothic 2 war komplett weg. Es war alles weg, Freunde. Von GTA San Andreas, von Gothic 2, es war alles weg. Ihr glaubt nicht, wie ich ausgerastet bin. Ich war, holy shit, ich war so sauer, ne? Ich war so am Arsch. Ich dachte, es wäre alles weg. Und dann, liebe Freunde, in der dunkelsten Stunde habe ich auf meiner anderen externen Festplatte noch einen Gothic 2 Safe gefunden. Und der war gar nicht so lange her. Der stammte aus der Folge 90, könnt ihr gerne mal gucken. Das war dieser Safe, wo ich vor dem Eremit stand. In der Folge 90 habe ich den geladen. Und das war jedenfalls ein Safe von vor 12 Folgen. Also 90. Folge, das ist jetzt die 103. Also, ja, zu dem Zeitpunkt vor 12 Folgen, sprich 6 Spielstunden. Ich habe mich natürlich ein bisschen geärgert, weil das ist einige Zeit. Ich hatte da noch nicht mit Raven gequatscht und den hatte ich auch noch nicht umgehauen. Und ich hatte auch alles andere noch nicht gemacht eben, was in dieser Zeit passiert ist. Viecher umgehauen und weiß der Kuckuck, was ich da nicht alles gemacht habe. Und dann, liebe Freunde, ist mein persönlicher Schutzengel und Berater und Let's Play-Kollege. Es wird nämlich ein geiles Projekt folgen, liebe Freunde, wird aber noch nicht verraten, was. Dieser Kollege, dieser gute Mensch hat mir in dieser dunkelsten Stunde geholfen. Ich habe ihm mein Safe zugeschickt, weil ich mich mit den ganzen Konsolenbefehlen nicht so auskenne. Und er hat mir dann das ganze Spiel, also den alten Safe aus Folge 90, bis hierhin ins Minental gespielt. Und so ziemlich alles erledigt, was ich auch in der Zeit erledigt habe. Das heißt, wir können jetzt dank Ike nahtlos hier anknüpfen im Minental. Ike, holy shit. Du bist my brother from another mother. Wirklich. Also, ich weiß, das ist jetzt viel Gequatsche, Freunde, aber ich musste euch das mal erzählen. Das heißt, es kann Sachen geben, die abweichen können. Und der Ike hat mir jetzt auch noch zusätzlich eine Liste gemacht, was alles abweichen kann. Ich lese mal vor, was er mir da geschickt hat. Dinge, die mit dem alten Save-File übereinstimmen. Alle Quests sind auf dem Stand, wie sie vorher waren, und der Storyverlauf wurde 1:1 nachgestellt. Er hat also alles erledigt, was ich auch erledigt habe, was Quests angeht. Also holy shit, Ike. Geil. Du hast genauso viel Gold wie vorher in der Tasche. Wunderbar. Alle Werte, Talente, außer Lebensenergie, Mana, Level, XP, LP, müssten auf dem vorherigen Stand sein. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt in den 12 Folgen viel Mana dazugelernt habe. Und selbst wenn, wen juckt's, Freunde? In Folge 90 waren wir schon ganz gut dabei. Wenn da jetzt, wie gesagt, irgendwas abweicht auch, das ist überhaupt nicht schlimm.
So, alle Nebensachen, die du gemacht hast, wie zum Beispiel mit Leuten geredet, Taschendiebstähle, zugängliche Türme in der Stadt geplündert, zu Belia gebetet etc. wurden erledigt. Ich hoffe jedenfalls, ich habe nichts vergessen. Ja, das hat der gute Mann alles gemacht, das müsste alles übereinstimmen. Und jetzt kommen Dinge, die von dem alten Save-File abweichen. Lebensenergie, Mana, Level, XP, LP waren leider nicht nachzuhalten, müssten aber in etwa passen, da ich mich ziemlich am Let's Play orientiert habe. Items im Inventar in der Welt, habe aber versucht, alles einzusammeln, was mir in die Finger kam. Unser Peter hat sehr viele Tränke im Inventar, also wirklich sehr viele, da ich keine verwendet habe und noch einmal die Händler abgeklappert habe, bevor es ins Minental ging. Selbiges gilt für Steintafeln, die sind noch alle... Die sind noch alle... Und da kommt nichts mehr. Selbiges gilt für Steintafeln, die sind noch alle... Oder es geht da noch weiter, das kann ich jetzt gerade nicht... lesen, aber wahrscheinlich alle im Inventar. Getötete, lebende Monster, alles getötet, was ich sah. Schatzkreuz in Jaken, da weiß nicht, ob ich alles erwischt habe, die du hattest. Betty wurde von Huno zurückgeholt und ist wieder bei Peter im Inventar. Infolgedessen musste leider ein namenloser Bandit sterben. Frag nicht, Fehler wurden begangen und akzeptiert. Der Eremit wurde nicht kaltblütig einem Schattenläufer vorgeworfen und hat warme Kleidung für kalte Nächte bekommen. Oh, einfach ein herzensguter Mensch. Ich hatte den ja so ins Messer laufen lassen. Den Eremit, das war aber auch echt gut. Der Adonus-Tempel wurde komplett geplündert, gab ein paar Wertsachen und Steintafeln. Was ich eben vergessen hatte, liebe Freunde. Und dank Ike ist es jetzt im Inventar alles, was da gab. Der Ork am Teleporter vor der Stadt ist tot. Den Schlüssel zur neuen Magierschlafkammer im Kloster von Gorax erhalten. Erst später bemerkt, dass du das nicht gemacht hattest. Peter hat wieder Spitzhacken im Inventar, da Ruckel seine letzte ja wieder mal weggezaubert hat. So, dann hoffe ich mal, dass das Let's Play gerettet ist. Ike, das Let's Play ist mehr als gerettet. Das Let's Play ist wiederbelebt worden. Liebe Freunde, also ein großes Dankeschön an Ike. Dank ihm können wir das alles jetzt wieder genießen, liebe Freunde. Wir können weitermachen. Und ich sehe gerade, ist alles auf volle Pulle. Also mehr geht nicht. Und was ich jetzt noch mache, ist bei der Steuerung. Ich hatte mich ja gewundert, dass ich die Sachen nicht mit Alt alle plündern kann. In der Steuerung muss ich nämlich, glaube ich, bei Spring, hatte Ike geschrieben. Oh, ist auf Alt. Das ist auf Alt. Das heißt, ich müsste eigentlich... die Sachen jetzt wieder alle nehmen können. Naja, wir sind jetzt im Minental, liebe Freunde. Und da ist ein normaler Snapper, glaube ich. Und es wird Zeit zu speichern auf dem Quicksave. Und jetzt würde ich sagen, ich will mal ganz kurz gucken. Ja, das ist ein normaler Snapper, die müsste ich ja eigentlich... Okay, es ist... Es ist noch die Gothic 1-Steuerung an. Und die Mausempfindlichkeit ist ganz oben, sehr gut. Nein, jetzt habe ich die... Doch, Maus an. Gothic 1 Controls aus. Okay, das funktioniert. Oh, ich weiß nicht, ob das zu laut ist. Ich mach mal eben ganz kurz. Tut mir leid, Freunde. Das sind jetzt die Einstellungen, die wir da nochmal vornehmen müssen. So. Steuerung. Seitwärts links. Bist doch. Warum geht das jetzt nicht? Warum geht das nicht? Oh, Alter. Ganz kurz, Freunde. Ich dachte, ich hätte das schon eingestellt. Waffe ziehen. Machen wir auf E. Seitwärts links ist auf A. Seitwärts rechts ist auf D. Warum geht das denn nicht? Ach, wahrscheinlich, weil ich Bild ab und... Tja, Freunde, das ist kurz, die Einstellungen, ne, die müssen wir wieder vornehmen. Es tut mir leid. Aber... Was ist das unter weitere Tasten? Ah, hier ist das. Ah, hier war das. Okay, Freunde, jetzt müsste es alles wieder stimmen. Jetzt stimmt es wieder. Okay, let's go. Dann kann es jetzt weitergehen, liebe Freunde. Oh mein Gott, das... Das Let's Play ist gerettet.
Oh, da kommen sie jetzt natürlich alle auf einmal, aber ich müsste sie trotzdem alle packen. Ja. Was willst du denn, du Viehjunge? Du willst es mit mir aufnehmen? Wir müssen dem Ike alle mal danken. Freund, ich war so... So... Das ist doch immer noch zu laut, oder? So, jetzt müsste es aber passen. Ich war so wütend, ne, als das... Oh. Wie liegt denn da? Denn... Jetzt funktioniert das wieder mit Alt. 200 Gold, goldene Halskette, goldener Ring, alte Münze, silberner Kerzenständer, silberner Ring. Ich war so sauer, Freunde. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich dachte halt, jetzt ist es vorbei. Ich dachte, ich wusste nicht, wie soll ich euch das sagen, ne? Dass das Let's Play, das... Ich hatte nicht die Nerven, das nochmal bis dahin zu spielen. Und vor allem die Zeit, wie lange das auch gedauert hätte. Und dann habe ich den Safe gefunden. Ey, da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, Freunde. Und da ist auf jeden Fall ein Drachensnapper. So, da werde ich jetzt mal den Feuerball rausholen. Die haben ja null Schutz gegen Magie, wurde geschrieben. Ja, trotzdem, keine Chance. Wie mache ich den fertig? Wie mache ich den denn fertig? Alter. Oh Gott, er sieht mich schon. Soll ich den mal zu dem Typen locken? Nee, lieber nicht. Hm. Ich meine, ich könnte jetzt auch instant zur Burg eigentlich flitzen. Sieht er mich schon wieder? Nein. Aber die Lurker kann ich auf jeden Fall platt machen. Ja, ja. Komm her, Junge. Na komm. Nur. Aber ausweichen funktioniert auch nicht so prickelnd. Na komm. Na komm. Na komm. Ich muss erst wieder in die Steuerung reinkommen, Freunde. Nein, der gehört mir. Ein Mistvieh weniger. Ja, vor allem mein Mistvieh, mein Freund. So, Sumpfkraut ist hier. Nichts zu holen. Jetzt geht er durchs Wasser wieder zurück, wie cool. Alter, wie geht der denn da hoch? Voll bedröppelt. Okay. Sumpfkraut. Sumpfkraut. Oder sind die Orks? Okay. Ich glaube, ich muss da lang. Da komme ich, glaube ich, in die Burg. Ich weiß auch nicht, was die Liver-Mod hier im Mintal so angestellt hat. Ich umschwimme das Ganze mal. So. Da sitzen sie, die Penner. Oh, und sie haben mich gehört, die Penner. Okay, Hühnchenschenkel, ich muss mal ganz kurz überlegen, was ich, wie komme ich da jetzt am besten rein? Ich hab halt einen Trank, aber... Was? Ich dachte, ich habe sie abgehangen. Abgehängt. Okay, Freunde. Das alte Spiel beginnt wieder von vorne. Alter. Okay. Wir machen jetzt, wir klatschen die Viecher und wir rennen sofort in die Burg. Es hat keinen Zweck, Freunde. Es hat keinen Zweck. Ich glaube, ich gewinne hier mit meinen Skills keinen Blumentopf. Ja, oh Gott. Oh, 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 Junge. Nein. Hallo. Hallo. Ich hatte das Messer nicht gezogen. Freunde, es geht schon wieder prima los. Es tut mir so leid. Aber Gothic 2 ist halt ewig her, ne? So. So, okay, jetzt aber direkt rauf. Speichern. Komm her. Komm her. Na komm her. Na komm. Na, fuck. Da ist wieder ein. Wo kam jetzt der Drachensnapper her, Alter? Scheiße, der ist nicht im Safe.
Der ist jetzt mit. Alter, ich werde hier so vermöbelt gerade. Ich werde hier so vermöbelt. Es ist unfassbar. Okay, weißt du was? Ich gönne mir jetzt einfach mal ein Snapperkraut. Mir scheißegal. Und tschüss. Hat keinen Sinn, Freunde. Hat keinen Sinn, dass ich mich hier mit irgendjemandem rumschlage. Ich krieg nur aufs Maul. Und es leckt kurz. Es wird gleich regnen. Oh, hier. Guck dir das an. Ich glaube, das ist aus der Liver-Mod. Das war doch im ungemoddeten Gothic 2 nicht die ganzen Hütten hier, oder? Oder waren die da? Ich kann mich gar nicht erinnern. Okay, jetzt hier über die Ork-Ramme hoch. Ja, das hat ja... Cool! Cool! Ah! Und jetzt hier hoch. Komm. Okay, ich hab's zumindest in die Burg geschafft, liebe Freunde. Okay, springen geht gerade auch nicht. Was ist denn? So. Huch. Hallo, hältst du dich bitte fest? Nö, will er nicht. Heute mal nicht. Na, also. Oh, das sieht ja auch cool aus hier. Alter. Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nein, euer Bote hat es nicht über den Pass geschafft. Ich komme im Auftrag von Lord Hagen. Verfluchte Orks. Nun, Kommandant Garond wird sicher mit dir sprechen wollen. Du findest ihn im großen Haus, das von zwei Rittern bewacht wird. Ja, ich würde ganz gern erstmal Unterschlupf suchen und eine kuschelige Decke über mein schickes Magierröbchen ziehen und schlafen. Wer kann mir was beibringen? Es wäre einfach, sein Geldbeutel zu stehlen. Ja, nehmen wir erstmal mit. Für Innos, liebe Freunde, 120 Erfahrung. Wo gibt's hier Ausrüstung? Tandor gibt die Waffen raus. Für alles andere ist Engor, der Verwalter, zuständig. Was ist mit magischem Bedarf? Wir sind mit Spruchrollen ausgestattet worden. Wenn du welche haben willst, lass es mich wissen. Okay, wunderbar. Zeig mir deine Spruchrollen. Zeig. Was die so hat. Mana-Extrakt auf jeden Fall. Blitzschlag, mittlere Wunderheim, Blitz, Windfaust, Wolfrufen, Schlaf. Wir sind ja immer noch im... Ich weiß gar nicht, sind wir im zweiten Kapitel? Weiß ich gar nicht mehr. Na, ist ja auch egal. Oh Mann, es regnet. Ich würde mich gern mal hinlegen und das Ganze bei Tag angucken hier. Gibt es hier irgendwo eine Hütte für mich? Waffenknecht. Oho. Hier, guck mal einer an. Ach, mein Gott. Ach nee, guck mal. Sieh an, wer zurückgekehrt ist. Unser Held aus der Barriere. Darauf ein Tässchen, mein Freund. Kennen wir uns? Was für eine Frage. Hallo? Schön, dich zu sehen, Milton. Bist du immer noch hier oder schon wieder? Schon wieder. Nach dem Fall der Barriere bin ich ins Kloster der Feuermagie gegangen. Aber als klar war, dass die Paladine herkommen wollten, erwies sich meine Erfahrung und Ortskenntnis als ziemlich nützlich. Also bin ich kurzerhand mit der heiligen Mission betraut worden, die magische Unterstützung für diese Expedition zu übernehmen. Kannst du dich noch an Gorn, Diego und Lester erinnern? Ja, Junge, was denn für eine Frage? Na klar. Klar kenne ich die Jungs noch. Ach. Nun, Gorn und Diego sind nicht weit gekommen. Sie wurden hier im Tal von den Paladinen aufgegriffen. Lester ist allerdings verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo er sich rumtreibt. Ich schon. Ich habe Lester getroffen. Er ist jetzt bei Xardas. Wenigstens eine gute Nachricht. Nun, ich habe nichts Erfreuliches zu berichten. Das ist schlecht. Was kannst du mir berichten? Die Paladine sind mit der Absicht hergekommen, das magische Erz zu holen. Aber bei den Drachenangriffen und den Orks... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Paladine hier mit dem Erz rausmarschieren werden. Nein, bei Innos. Ich spüre die Anwesenheit von etwas Dunklem, etwas Bösem, das heranwächst. Das ist rassistisch. Das von diesem Tal ausgeht. Für die Vernichtung des Schläfers haben wir einen hohen Preis gezahlt. Die Zerstörung der Barriere hat auch diesen Ort vernichtet. Jeder von uns kann froh sein, wenn er das hier überlebt. Okay. Wie viel Erz habt ihr schon auf Lager? Wie viel Erz? Nicht eine Kiste. Seit geraumer Zeit haben wir keinen Kontakt mehr zu den Schürfern.
Es würde mich nicht wundern, wenn sie alle längst tot sind. Und wir selbst werden von Drachen angegriffen und von Orks belagert. Diese Expedition ist eine einzige Katastrophe. Tja. Wo sind Gorn und Diego jetzt? Da muss hier mal wieder aufgeräumt werden. Gorn sitzt hier im Kerker, weil er Widerstand bei seiner Festnahme geleistet hat. Diego haben sie einem Schiffstrupp unterstellt. Frag den Paladin Parsival, er hat die Gruppen zusammengestellt. Der Peter muss hier aufräumen. Natürlich der Peter wieder. So, lass uns Gorn befreien. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dich in einige Zauber aus dem zweiten Kreis der Magie einweihen. Oder ich kann dir helfen, deine magische Kraft zu steigern. Wenn du die Bereitschaft verspürst, deine Macht zu mehren, dann werde ich dich unterweisen. Ich will neue Zauber lernen, ich will meine magische Kraft steigern. Was ist deine Aufgabe hier? Was ist deine Aufgabe hier? Ursprünglich sollte ich das Erz untersuchen, aber davon haben wir bisher nicht viel gesehen. Jetzt widme ich mich dem Studium der Alchemie. Interessant. Okay, also Gorn, das frage ich mal noch nicht. Ich will erstmal hier alles abchecken, liebe Freunde. Und dann gucke ich nochmal, was der Milton hier in seiner Truhe hat. Wahrscheinlich ein Glas Milch und ein paar Kekse. So, den Dolch und das Gold nehmen wir auf jeden Fall mit. Da lasse ich mich doch gar nicht lumpen. Ich komme nicht durch die Tür. So. Huch. Also die Mauseinstellung, holy shit. So, das ist ganz wenig, das ist mehr. Also die... Na gut, auf der zweiten Stufe geht es einigermaßen. So. So, hier haben wir einen Alchemietisch und einen Runentisch und eine Truhe. Links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts. 80 Gold. So, und hier ist ein Teleport zur Burg. Sehr schön. Buchständer. Interessant. Oh, hier, Tagebuch von Koristo. Es ist zu spät geworden. Mit dem Zusammenbruch der alten Mine ist auch die Stimmung der Erzbarone zusammengebrochen. Gomez ist wie ein Pulverfass, das kurz vor dem Explodieren steht. Ja, dem hätte er nicht vertrauen sollen, Koristo. Er glaubt, dass dieser neue Kerl schuld am Zusammenbruch der Mine ist. Dieser Mann ist in der Tat ungewöhnlich, aber er sollte sich hier besser nicht mehr blicken lassen. Koristo. Gomez ist je zorniger denn je zuvor und ich glaube zu wissen, was er vorhat. Wir müssen unbedingt die Wassermagier unterrichten, bevor es zu spät ist. Vielleicht gelingt es uns, eine Katastrophe zu verhindern, nicht auszudenken, was passieren würde, wenn er die freie Mine... Punkt, Punkt, Punkt. Und ich weiß nicht, ob es darum ging, aber er hat ja dann die Mine, die freie Mine, angegriffen. Ist er damit seinen Jungs rein... Und dann haben wir das schön aufgeräumt im ersten Teil. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt auschecken, Freunde. Oh, hier ist noch eine Tür. Da lässt sich nichts machen. Okay, die Tür kriegen wir nicht auf. Das ist nicht sein Problem, wie wir gehört haben. Jetzt gucken wir nochmal hier rein. Oh, ich freue mich so, dass es mit Gothic weitergeht. Buchständer. Wieder Erfahrung. Ah, das ist eine Karte. Ach ja, guck mal einer an. Die Karte aus dem alten Lager. Also... Aus der Barriere. Ach, damals. Und da oben ist jetzt Schnee. Da so, da oben. Alter, krass. Mit der Mod. Ich freue mich so drauf, wie das mit der Mod aussehen wird hier. So geil. Was ist hier? Noch ein Buchständer? Interessant. Ich war so frei, mich hier ein wenig einzurichten. Wer hätte gedacht, dass ich einmal der einzige Magier des Lagers sein werde? Ach ja, das ist ja Milton. Nun ja, ich kann mich nicht wirklich darüber freuen, dass ich wieder hier bin. Eigentlich sollte ich zusehen, dass ich hier wegkomme. Diese Expedition ist einfach nicht erfolgreich. Die Schürfer sind gestern aufgebrochen. Sie haben Diego mitgenommen. Würde mich nicht wundern, wenn er abhaut, denn er wird garantiert keine Spitzhacke schwingen. ich werde die Zeit nutzen, um mich in die Kunst der Alchemie einzuarbeiten. Ich strebe. Milton. Entschuldigung. Das ist halt so ein kleiner Milchbubi mit seinem Löckchen hier. Na gut, die Locke habe ich auch manchmal. Ich habe so einiges gehört. Ja. Oh, und es ist Tag geworden. Oh, wie geil sieht das denn aus? Cool. Oh, wie cool sieht das hier aus, bitte. Doba. Was willst du? Das war doch schon. Ey, ganz ruhig. Hast du das denn schon gesehen? Ich verstehe mich aufs Schmieden. Jo. Ich verstehe mich aufs Schmieden. Das sagen wir erstmal. So? Und? Kannst du mir was beibringen?
Kann ich deine Schmiede benutzen? Kannst du mir eine Waffe schmieden? Wie läuft die Arbeit? Also kannst du mir was beibringen? Mehr Schmieden brauche ich eigentlich nicht lernen. Ich kann ja soweit alles. Kann ich deine Schmiede benutzen? Das vielleicht kann ich deine Schmiede benutzen? Ich habe eine Menge zu tun. Wir würden uns nur im Weg stehen. Warte doch einfach, bis es dunkel wird. Dann hauen Parlav und ich uns hin und du kannst ungestört arbeiten. Na super. Kannst du mir eine Waffe schmieden? Kannst du mir eine Waffe schmieden? Dafür habe ich keine Zeit. Tandor gibt die Waffen aus. Ich stelle sie nur her und Parlav schleift sie. Okay. Hey, du. Na gut, das könnte ich hier noch fragen. Wie läuft die Arbeit? Ich schmiede die Waffen für die Ritter der Burg. Seit wir hier sind, bin ich vollauf damit beschäftigt, neue Waffen herzustellen. Und die werden wir brauchen. Diesen verdammten Orks werden wir noch zeigen, wie scharf unsere Klingen sind. Hey, Parlav, mach die Klingen ordentlich scharf. So ein Ork ist verdammt zäh. Kannst du mir was beibringen? Ja, der Rest ist, wie gesagt, nicht so wichtig. Hier ist Tandor, der gibt die Waffen aus. Du bist über den Pass gekommen? Respekt. Wir haben schon viele Männer da draußen verloren. Ich weiß selbst, wie es draußen ist. Ich habe eine Zeit lang einen Spätrupp begleitet. Hast du eine Waffe? Wenn du eine gute Waffe brauchst, bist du bei mir richtig. Okay, was mit dem Trupp passiert? Was ist mit dem Trupp passiert? Wir haben die Gegend erkundet und wollten bis zur Küste vordringen. In einer Höhle haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es war tief in der Nacht, als die Orks kamen. Mit Fackeln und Trommeln stürmten sie den Hang hinauf und entdeckten uns. Wir versuchten zu fliehen, doch nur ich habe es geschafft. Bald darauf errichteten die Orks die große Palisade und wir zogen uns in die Burg zurück. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Gewagt, zeig mir deine Ware. Was hat er denn hier? Drachenschneide, Schlachtaxt. Ja, ich brauche halt die Geschicklichkeitswaffen und davon wird er hier keine haben. Klinge brauche ich nicht, brauche ich der Rohstahl. Bergkristall hat er noch. Okay. Also ich meine, hier liegt auch Zeug einfach rum, aber... So, kriege ich noch eine Waffe for free? Eigentlich? Nee. Na gut. Ich stecke fest. Hilfe! Wie so oft. So. Speichern. Hier ist ein Ritter. Was haben wir hier? Eine Tür. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Natürlich. Ritter. Sengrad, mit dem hatten wir ja gesprochen. Kerolot. Du trainierst die Leute? Ja. Bei uns ist jedermann gefragt, wenn die Orks oder schlimmer noch die Drachen wieder angreifen. So, erstmal abziehen natürlich für Innos. Kannst du mich auch trainieren? Sicher? Ich trainiere jeden guten Mann. Aber neben deinem Talent brauchst du auch eine gute Waffe, wenn du hier überlebst. Obwohl Einhand. Wende dich an Ritter Tandor. Er wird dich versorgen. Was ist mit Fernkampf? Was soll damit sein? Kannst du mir das auch beibringen? Nein, aber du kannst ja mal Uda fragen. Er ist ein guter... Nein, er ist der beste Armbrustschütze, den ich kenne. Okay, Einhand können wir auf jeden Fall... Ich will trainieren. Genau, oh, das kostet jetzt schon 15 Lernpunkte. Ey. Ach Quatsch, nein, kostet 5 Lernpunkte, ich bin so blöd. 15 trainiert. Ja, das werden wir auf jeden Fall mal noch machen. Die Einhandwaffe werden wir auf jeden Fall noch hochpumpen. Ist das wirklich wahr? So, aber natürlich auch die Magie, liebe Freunde. Ich habe so einiges gehört. Was ist das denn schon wieder her? Ich habe so einiges gehört. Waffenknecht, Waffenknecht. Warum hört Waffenknecht, Waffenknecht. Und ich glaube, da ist der Gorn gefangen. Was bewachst du? Die Gefangenen. Wo hast du das denn schon? Und wer ist das? Ein paar Sträflinge und den Söldner Gorm. Ein harter Bursche, stark wie ein Ochse. Es waren 4 Mann nötig, um ihnen Gewahrsam zu nehmen. Kannst du mich in den Kerker lassen? Nein. Der Kerker ist für niemanden zugänglich. Das gilt für jeden. Für dich, für Milton und jeden anderen. Das hier ist keine Taverne, wo man rein und raus spazieren kann, wie man will. Ja, ist okay. Ja, gut. So, das brauche ich gar nicht erst fragen, das macht er eh nicht. Wir müssen also einen Weg finden,
wie wir da reinkommen. Waffenknecht, der gammelt hier rum. Das hat er doch vorher gewusst. Da ist eben schon richtig zu. Schlüssel, kriege ich das nie auf. Natürlich. Und was haben wir hier? Brutus. Hey. So, Kinderspiel machen wir natürlich. So. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Für Aufgabe? Habe ich ganz vergessen. Ich trainiere die Jungs. Ich zeige ihnen, wie sie ihre Muskeln stellen können. Außerdem kümmere ich mich um die Gefangenen. Ich bin wie ein verdammter Vater für die Mistkerle. Hey. Aber meine eigentliche Kunst ist es, sie zum Reden zu bringen. Und glaub mir, bei was mir passiert da draußen? Klingt ja richtig glatt. Die unterhalten sich. Die draußen Holzköpfe, die momentan einsitzen, haben eh nichts zu sagen. Und an diesen Gorn lassen sie mich nicht ran. Alter! Warte mal. Nein! Gibt's was Neues? Sieht alles ruhig aus. Keine neuen Gefangenen. Keiner, den ich zum Reden bringen muss. Schade. Alter, was machen die denn da draußen? Ist da gerade Silvester? Ich muss mir das mal ganz kurz angucken, Freunde. Haben die Wache da? Die Orks, haben die Wache gesehen da oben und rasten jetzt aus oder was? Warte mal. So, komm. Ach, Junge! Da ist doch Diego. Das war doch seine Stimme. Was macht denn der da? Hä? Ist das nicht die Hütte von damals, wenn du da durchgerannt bist? Hey, jeder Penner rennt durch meine Hütte. Oh, fast gestorben. So, Freunde. Oh, die Zeit ist um. Ich würde sagen, in der nächsten Folge, da gucken wir uns das Lager hier nochmal ganz genau an und dann gehen wir auf jeden Fall mal rein und erzählen mal alles, beziehungsweise bringen mal Sachen in Erfahrung für Lord Hagen. Und ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Channel, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe einfach die geilste Community der Welt. Muss man einfach mal sagen. Ich habe die geilste Community der Welt. Ist einfach so. Sagt mal, schreibt mal bitte alle ein Hashtag Danke, Ike, in die Kommentarspalte. Also der Mann hat wirklich... der hat uns den Abend gerettet. So, Freunde, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.